Die Sonnenstrahlen. Ist es nicht schön? Ah ja. Ja, herzlich willkommen. Guten Tag. Heute startet ein neues Video. Wir sind am Platz des Mülls. Ja. Es ist Donnerstag. 8 Uhr. Und ein paar Zerquetschte. Dort steht das Gefährt. Es geht auf. Klack, klack. So, schmeiß den Schlüssel. Setzen. Machen stellen. Machen drehen. Man muss machen entschuldigen, weil Brigitte und ich sprechen schon seit Wochen wie vieles Asi. Ja, es ist 8.10 Uhr. Ups. Entschuldigen Sie, was ist heute für ein Tag? 20. Wir fahren zum Ort, nein, nicht zum Orthopäden, wir fahren zum Chirurgen. Weil der Mann hat wieder gemacht Verletzen. Ja, jetzt vor 4 Wochen. Ach krass, nicht schon so lange. Ich muss mal wieder mehr Videos machen, oder wie seht ihr das? Die Frequenz ist sehr... Also es war ja jetzt eine Zeit lang sehr gut, ne? Da gab es ja ein paar Wochen, naja, Wochen nicht. Es waren schon Monate, wo es sehr viele Videos gab. Und jetzt vieles Wochen ohne. Und ja, wir fahren zum Chirurgen, denn der Mann hat mal wieder Bautz gemacht. Ja, Bänderriss mal wieder. Im Discord hatte ich ja schon davon berichtet. Es war, also es ist jetzt 4 Wochen, also morgen sind es 4 Wochen krankgeschrieben. Eine Woche werde ich wohl noch brauchen. Und dann gehen wir wieder arbeiten, oben im dritten Gang. Ich dachte, wer erste. Sag mal, wie ist der Spiegel? Den Mirror. Bisschen adjusten. Ja, fahre ich zum Chirurgen, weil es ein BG-Unfall ist. Auf dem Weg zur Arbeit passiert, also nicht auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit. Ich bin beim Verlassen des Hauses und beim Runtergehen der Stufe umgeknickt. Auf ungleichmäßig hohen Waschbetonplatten. Ja? Grausam, grausam. Fettgesicht, natürlich sich gleich wieder lustig gemacht. Haha, machst du wieder schön krank die ganze Zeit. So kennt man das ja von dir. Und dann sag ich, bist du bekloppt? Ich war dieses Jahr noch nie krank. Ach so, du bist doch ständig krank. Ja, ja, ja. Ja, nix. Ja, war sehr praktisch. Ein Tag, also am letzten Arbeitstag vorm Urlaub. Hallo. Ist das passiert? Urlaub war dementsprechend sehr gut. War nur ein kleiner Urlaub, eine Woche, aber trotzdem mit vieles Schmerzen, dickes Fuß, großes Spaß. Oder wie Frau und ich jetzt immer sagen, vielen gut. Vielen gut. Oh, das Handy schlackert hier denn ja. Ja, mehr geht aber nicht. Ah, Müllabfuhr. Okay. Ja, und dann fahren wir jetzt halt zum Chirurgen hin, weil, ja, das muss ja jetzt von einem niedergelassenen Chirurgen mindestens einmal in der Woche begutachtet werden.
Und der hat auch schon im Vorfeld gesagt, da das ein Wegeunfall, Arbeitsunfall, BG-Unfall ist, die haben da gar keinen Bock drauf, dass wenn ich jetzt zu früh arbeiten gehe, den Fuß zu früh wieder anfange zu belasten, weil wir den ganzen Tag, ich meine, ja, ich laufe jetzt auch rum, aber es ist ein großes Unterschied, ob man nur mal so zwischendurch, mal zum Einkaufen oder was weiß ich was, oder mal eine Stunde einen Spaziergang macht, ist ein großer Unterschied, als wenn ich den ganzen Tag 8-9 Stunden auf der Arbeit rumlatsche, am Stück. Deswegen sagt er, lieber eine Woche länger als eine Woche zu wenig, weil wenn du dann nämlich nochmal krank bist, deswegen große Freude bei Berufsgenossenschaft. Ansonsten gibt es also bald große Veränderung. Mal wieder am Arbeitsplatz. Denn der Herr Pink wird diesen bald wieder wechseln, höchstwahrscheinlich. Es sind Sachen passiert, es sind Dinge passiert, es wurden Dinge gesagt bei Abteilungsbernd, die so nicht in der Masse akzeptabel sind, plus der ganzen Arbeitsumstände. Ja, ich hätte darüber Videos machen können, wissen wir jetzt, denkt ihr euch so aus dem Nichts, so, was, oh, was ist denn da schon wieder los, was erzählt er denn? Ja, habe ich aber nicht, deswegen müsst ihr jetzt mit den vollendeten Tatsachen, also fast vollendet. Ja, zurechtkommen, meine Damen und Herren, so ist es nun einmal. Ja, aber selbst wenn es diese ganzen nicht ganz so guten Umstände nicht geben würde, die es aktuell gibt, schon seit längerem, an diesem Arbeitsplatz, das Angebot, was ich bekommen habe, ist einfach zu gut, dass selbst wenn es da gut laufen würde, man das, glaube ich, nicht ablehnen könnte. Ah! Zum einen bekomme ich dort 500 bis 600 Euro mehr brutto. Bieg doch einfach ab, mein Gott. Ja, ein deutliches Gehaltsplus. Nur Frühschicht. 200% durchgehend, wenn man mal samstags kommt. Nicht wie bei der aktuellen Firma 25%. 30 Tage Urlaub zu 24 Tage Urlaub. 500 Euro im Jahr medizinische Zusatzleistung für, was weiß ich, was haben sie gesagt, wenn du mal zum Massage musst oder professionelle Zahnreinigung, bis zu einem Wert von 500 Euro übernehmen die aktuelle Firma nichts. Dann gibt es 12 Sätze Arbeitskleidung, bestehend aus Hose, Shirt und Pullover. Ein Satz, jeweils 12 Stück. In der aktuellen Firma nichts. Diese Wäsche ist gemietet und wird auch gewaschen. Also die Miete bezahlt natürlich nicht ich, ne? Woher kommt's noch? Ja, 0,5 Gehälter Weihnachts- und Urlaubsgeld. Also ein halbes Gehalt als Weihnachts- und Urlaubsgeld zu nichts. Und ja, ist mal schön. Na, seht ihr nicht, schade. Die Frau neben uns auf dem als Zyklistin unterwegs zündete sich genüsslich eine Zigarette an. Auf dem Zykle. ja, dann gibt's noch hier Vergünstigungen oder was weiß ich. Hier bei so Sachen, was halt so moderne Arbeitgeber so bieten, ne? So wie Fitnessstudio, wo ich sowieso niemals hingehen würde, aber. Ne, sowas halt. Automatisch steigendes Gehalt alle paar Jahre. Kein Betteln um jeden Euro.
Also selbst wenn es bei uns jetzt gut laufen würde, allein das mit dem, wie ich es gerade sagte, eine Woche mehr Urlaub, 500, 600 Euro mehr brutto, die Klamotten, Zahnzusatzreinigung komplett bezahlt und vielleicht noch eine Massage mit Happy End wohl möglich. Lass ich mir dann von Brigitte ausstellen. Ja, mit Brigitte läuft alles bestens. Eine wunderbare Frau. Junge, bieg doch ab, Mann. Alter, ist so eine... Was hier schon wieder los ist, Junge, das kannst du dir nicht vorstellen. Ach scheiße, ich habe gar keinen Kleingeld. Ach doch, habe ich doch. Aber nicht genug wahrscheinlich. Ja, für treue Zuschauer, die wissen es vielleicht noch oder erinnern sich daran vielleicht noch. Mein Vorgesetzter, also der dann jetzt mein Vorgesetzter wahrscheinlich wird, ist einer, mit dem ich schon mal zusammengearbeitet habe. Ein gewisser Florian, mit dem ich bei DRW schon mal gearbeitet habe. Diese Firma in Kissenbrück. Hinter Wolfenbüttel so ein bisschen, die oder der mich damals da am letzten Tag der Probezeit geschasst hat. Ne, der da am letzten Tag der Probezeit sagte, ja sorry, wird hier nix. Der war da ja auch als Industriemechaniker angestellt. Und der ist auch weiterhin noch Industriemechaniker, aber halt mittlerweile in einer gehobenen, leitenden Funktion. Er ist da der Werkstattleiter des Industriemechaniker-Teams. Und in dieser Firma wäre dann da mein Director Vorgesetzter. Also ich werde dann auch was komplett anderes machen. Also ich bin dann kein Zerspaner mehr. Erstmal. Und ja, der hat mich jetzt halt vor 2-3 Wochen gefragt, wie sieht's aus? Was machst du so? Wie geht's? Das ist auch der, der den Schlaganfall hatte letztes Jahr, den leichten. Vermutlich aufgrund von einer Corona-Impfung. Und ja, da hat er so gefragt, ne, was machst du so? Ja, dies, das, Ananas. Oder wie der Typ von der Autogesellschaft Dresden sagen würde, lange Rede, gar keinen Sinn. Kunde. Ja, und dann, weil ich jetzt ja eh ein bisschen Zeit hatte zum Nachdenken durch aufgrund der Vorfälle in den letzten Monaten, Wochen auf der Arbeit. Und dann da kam das gerade ganz gelegen, er fragte mich halt, oh hier, guck mal, ich hab da mal einen Job für dich, wenn du Bock hast. Komm doch mal vorbei. Dann bin ich da vorbei, hab mir das angeguckt und er meint, traust du mir das zu? Ich so, ja, also er. Ja. Dienstag, also nächste Woche, ist Vertrags... Also wir haben jetzt alles schon abgeklärt, ne, was hier an Kohlen... Das war auch, ne, das war dann am Telefon. Weil der Florian hatte da beim Gespräch, wo ich da vor Ort war, schon gesagt, ja, so und in die Richtung könnte das gehen mit dem Gehalt. Ist aber noch nicht safe, ist noch nicht fest. Aber selbst das, was er gesagt hat, wäre schon ein paar Hunderter mehr gewesen, als das, was ich aktuell kriege. So, dann habe ich mit einem der oberen, über ihm vorgesetzten Ottos telefoniert. Und dann meinte er so, weil das alles sehr, sehr, sehr cool da, alles direkt per Du. Und meinte, ja, hast ja mit Florian schon gesprochen, ne, dies, das, Jetzt brauchen wir nochmal hier, was willst du denn verdienen? Ja, dann sag ich, hab gegambelt und habe halt nochmal 200, 300 da draufgepackt von dem, was mir der Florian schon sagte. Und dann sagt er das Gegenüber am Telefon, ja, okay, kriegen wir hin. So, hinterher habe ich auch so gedacht, scheiße, hättest du mal noch was, hättest du mal noch mehr gesagt. Ja, egal, wollen ja nicht zu gierig sein. Ne? Wie gesagt, das, was ich dann da jetzt brutto nur mit Frühschichten kriege, habe ich nicht bekommen bei der Bude, wo ich jetzt bin, mit Nachtschichten. Beziehungsweise, wenn zwei Nachtschichten in einem Monat waren, dann vielleicht.
Müsst ihr euch mal reinziehen. Ne? Also das ist dann schon ein guter Fünfer mehr die Stunde. Und da kann man schon mal sagen, oh, boah, na gut. Tschüss. Ja, kann man glaube ich verstehen, oder? Wenn man das gleiche Geld nur mit nur Frühschichten beziehungsweise einen Ticken mehr mit nur Frühschicht bekommt, als wenn man eine Früh-, eine Spät-, zwei Nachtschichten macht. Die sind gut. Vielen gut. Ja. Ja, der gute Bernd weiß es noch nicht. Ich habe ja auf dem Weg zur Arbeit freitags einen KW22, ist das da passiert, auf dem Weg zur Arbeit. So. Ich bin dann zwar noch weitergefahren, nachdem ich erstmal mich 10 Minuten ins Auto gesetzt hatte, weil Schmerz war ordentlich. Dann bin ich zur Arbeit gefahren und wollte ja dann eigentlich auch nicht lange bleiben. Aber dann war ich ja doch noch den ganzen Freitag da. Dann war ich Sonntag in der Notaufnahme im Krankenhaus. Und dann bin ich Dienstag, Mittwoch beim Hausarzt noch gewesen. Und war dann halt entsprechend auch gleich Dienstag, Mittwoch in der Firma, habe die Krankmeldung abgegeben. Hatte am Wochenende Bernd aber schon geschrieben, dann hier wegen Bänderriss, ne, werde ich wohl erstmal ausfallen und ich werde auch nicht wie beim letzten Mal, ich hatte vor 2 Jahren schon mal einen Bänderriss, da bin ich dann aber trotz Krankschreibung und Warnung der Ärzte erarbeiten gegangen und dann ist das Ding halt scheiße verheilt und hatte lange Schmerzen und der Fuß ist auch jetzt noch nicht so wirklich gut, fast 2 Jahre später, habe ich gleich gesagt, ich werde das diesmal nicht so machen und durchziehen, sondern ich werde zu Hause bleiben. So, und dann gehe ich Mittwoch in die Firma, bringe den Krankmeldungszettel hin und dann fragt er mich, ja, nächste Woche Spätschicht geht aber klar, oder? Und ich so, nein. Ah, hier fiel ein Ausfahrt, scheiße. Das ist aber auch ein Dreck hier mit Parken, Alter. So. Stellen wir uns hier mal kurz ins Absolute. Nehmen Sie erstmal raus. Ach, der gehört hier zur Baustelle. Dann wird er mich wahrscheinlich direkt anscheißen, wenn ich hier stehe. Das werde ich nicht riskieren. Ja. Ging halt meiner Meinung nach. Ah, hier steht ein Auto auf Bürgersteig. Muss man fahren, großes Hochfahren auf Bordstein. Ja, ging halt gar nicht, ne? Ich komme dann da angehumpelt, Fuß ist wieder dick wie sonst nicht was, leuchtet in allen möglichen Farben. So, Bordsteinkante. Und jetzt hinten. Oh, geil. Und dann fragt er dich, ja, nächste Woche Spätschicht machst du aber, ne? Gestern ruft er an, so nach 3,5 Wochen, ja, wie sieht's denn aus? Und als ich dann da war auch, ne, habe ich ja gesagt, dass der, habe ich mal die Geschichte erzählt, was mir der Chirurg gesagt hat, wegen BG-Unfall, dass sie aus Erfahrung sagen können, dass die Berufsgenossenschaften, wie gesagt, überhaupt keine Böcke darauf haben, dass Leute zu früh wieder arbeiten gehen und danach halt Folgekrankheiten oder Ausfälle haben. Habe ich ihm gesagt, der Chirurg meint, 6 Wochen musst du rechnen. Wir sind jetzt in der 4. Ne? Und dann hat er, also die Krankschreibung geht jetzt auch noch bis morgen. Und der Chirurg hat gesagt, also mindestens 6 Wochen. Vielleicht gebe ich das ab der 5. wieder frei, aber dann nur in sitzender Tätigkeit. Und ich sage, ja, das geht bei uns nicht. Ja, dann
6 Wochen. Und ich habe gesagt, ja komm, machen Sie erstmal ne, so auf 4. Also es war jetzt einmal eine und dann einmal 2. Und dann nochmal eine, also 4 insgesamt. Ja, und gestern ruft er mich halt an und fragt, ja, wie sieht's denn aus mit nächster Woche? Hättest Frühschicht? Ich so, ja, ich habe dann gleich gesagt, ich verlasse mich jetzt auf das Urteil vom Arzt. Wenn der jetzt vielleicht heute sagt, ja, alles cool, sieht schon viel besser aus als erwartet, ne, dann ja, aber sonst nicht. Ne? Und da kommt auch nichts Frage zuerst hier, ja, wie geht's? Was machst du? Was macht der Fuß? Nein. Nächste Woche Frühschicht. Oh. Ne? Und dann kann verstehen vielleicht, dass Pinky sagen, Mr. Stink. Nee. Da läuft was falsch. Nun gut, es ist 2 Minuten vor Termin. Ich muss ja noch ein bisschen laufen bis dahin. Und dann sehen wir uns, wenn ich vom Termin komme, dann fahre ich zur Arbeit, bringe die Krankmeldung hin und dann werde ich das schon mal durch die Blume andeuten, dass nächste Woche eventuell hier die Kündigung reinfliegt. Und dann, ja. Bis gleich. So, vielen wieder zurück. Jetzt Baustelle macht eine Bewegung. Und durch den Halter des Handys verdeckt auch ein dralles junges Mädel steht ein Loch von Bagger. Machen vorwärts, rückwärts, fahren baggern, rückwärts fahren, ruhen. Alter! Da ist eine links, die geht da gerade am Fußweg, die hat nur eine Strumpfhose an. Diese sehr, gucken, sehen diese Frau, was steht an Loch von Baggern. Leider kann ich jetzt hier nicht links rumfahren. Die hatte nur Strumpfhose und ein kurzes Jäckchen und Schuhe an. Großes interessant. Vielleicht hat sie kein Geld für Hosen. Also für richtige Hosen. Ja, wie zu erwarten, er wollte direkt wieder all in, 3 Wochen noch, Halbzeit, sagt er, ist gut verheilt, also es ist nicht komplett verheilt, das war jetzt wieder falsch ausgedrückt, es ist, wie sagt man, wir sind auf einem guten Wege, Halbzeit, hat er gesagt, es ist so weit verheilt, wie man es in dem Zeitraum hätte erwarten können, also es ist gut. Und ja. Vielen interessant dieses Outfit. Wenn hören zu Brigitte, wissen Bescheid für nächstes Mal City Walk. Ja, nicht hier in Braunschweig, ich weiß. Woanders. Aus verschiedenen Gründen. So. Mann, machen, biegen ab. Ich kann damit auch schon gar nicht mehr aufhören. Also so normal zu sprechen ist schon fast ungewohnt. Weil wir jetzt wirklich ganz selten nur noch normal sprechen. Wir sprechen die ganze Zeit nur noch so. Ah, ja, jetzt fahren zur Firma. Und dann fahren wieder nach Hause, legen hin, setzen hin. Ich sehe, das geht einfach so fließend ineinander über. Nee, ich fahre erstmal eine Kleinigkeit einkaufen, was frühstücken. Ups. Ja, und dann bisschen Haushalt. Ach ja, siehst du hier, ich muss noch Bargeld holen und einen Brief verschicken. Ja, jetzt ist gerade ein bisschen doof, ne? Weil ich ja vorhin gerade auf dem Hinweg hier
ein großer Redefluss war. Jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau, wo ich schon war, was habe ich schon erzählt, was nicht. Das übliche Vorgehen wäre eigentlich wieder nochmal alles von vorne. Ihr kennt mich ja. Vielen Abbiege. Machen Fahren mit deiner hässlichen Fahrrad. Wenn man kommen, Frau muss fahren. So, hier vom Kino viele Jugendliche. Was ist hier los? Gib mal eine Schule hier. Boah. Ja, es hat ein bisschen länger jetzt gedauert, fast eine Stunde, mit Röntgen aber nochmal. Weil der Arzt, das ist ja da, also ich habe ja schon mal gesagt, ne, Chirurgikum ist sehr gut, was die Organisation und das Zeitmanagement und so angeht. Jeder kriegt da wie beim Arbeitsamt, ne, eine Nummer, die du dann da ausgedruckt kriegst und dann wird halt auf Bildschirmen angezeigt, welche Nummer wohin, welches wo, OP, Röntgen, Behandlung, Klosett, was auch immer. Aber der Arzt, bei dem ich heute meinen Termin gehabt hätte, ist krank. Deswegen hat ein anderer das übernommen. Und das, obwohl der ja seine eigenen Termine auch hat, nicht? Und ja, war ich heute mal wieder bei einem anderen. Das ist halt, wie gesagt, der Nachteil bei dieser Art von Praxis. Die Persönlichkeit, das persönliche Gespräch bleibt ein bisschen auf der Strecke. Dafür ist es zeitlich halt sehr, sehr gut. Von den Abläufen halt her mega. Aber dadurch, dass du da in der Regel jedes Mal einen anderen Arzt hast, also auch wenn meiner jetzt nicht krank gewesen wäre, jedes Mal, wenn du da reinkommst, kriege ein Arzt, was immer anders ist. Da arbeiten, keine Ahnung, 5 oder 6 Stück. Ja, muss man halt, ne? Also für eine Hausarztpraxis wäre das nichts für mich. Weil dann, ne, da mag ich das, ne? Wenn du dann da in so eine Hausarztpraxis, sowas gibt's ja auch, ne? Bei uns in der Straße. Da ist ja auch so eine Hausarztpraxis, da sind auch 4, 5, 6 verschiedene Hausärzte drin. Und wenn, ganz selten, dass ich da auch mal da bin. Und dann auch da gibt es jedes Mal einen anderen Arzt, den du da zugeteilt kriegst. Ich weiß nicht, wenn man da fest ist, ob das dann anders wäre. Aber ich finde, so wie ist mit meiner richtigen Hausarzt schon gut. Diese kennt mich ganz lange und kann machen sprechen. Alter, schon wieder. Er geht aber ab, der Hobel hier. Frech, frech. Ja, aber für so eine Facharztpraxis finde ich das gut. Sowieso. Alle paar Jahre, wenn überhaupt mal ist. Außer so wie ich natürlich, ne? Im Sinne von Fettgesicht. Ich bin ja ständig krank. Ich bin ja quasi dauerkrank. Es ist ja eine Seltenheit, dass ich mal arbeiten gehe. Es ist ja... man kennt es ja nicht anders. Pinkerella ist immer crank. Ist sie immer verletzt. Ja, Fußball-EM läuft. Deutschland grandios. Juhu. 2 Spiele, 2 Siege. Ist auch gut. Der hält schon an, obwohl es noch grün war, Alter. Was ist denn da los? Ich werde auf einmal so müde. Ja, darf man jetzt aber auch natürlich nicht zu überbewerten. Das war jetzt mit Schottland und was war das da gestern? Ungarn. Das waren ja jetzt nicht so die superschweren Gegner. Die Gruppe ja sowieso sehr, sehr
Ja, also wenn man, wenn Deutschland so gespielt hätte, wie es so die Tendenz der letzten paar Spiele war und dann mit der Gruppe, dann hätte man sich auch denken können, uiuiui. Uiuiui. Oh ja. Aber war ja überraschend gut, ne? Die Schotten, naja, die waren jetzt auch nicht so super stark. Naja, wie gesagt, viel Losglück, sagen wir es mal so, ne? Ja, ansonsten, es gab auch schon viele gute Spiele hier. Albanien, Kroatien war ein gutes Spiel zum Beispiel. Oder hier auch Portugal gegen Österreich war es, glaube ich. Wo ich auch auf der Seite vom Schweini bin, wo ich sage, das Tor zum 2-1 der Portugiesen, was dann ja tatsächlich den Sieg gebracht hat, hätte es so nicht geben dürfen, weil der Semedo da den einen da, oder was war was Österreich, ist auch egal, so dermaßen aus dem Bild gewämst hat. Ne, also ihr wisst, was ich meine, ne, wenn ihr es gesehen habt. Das war schon nicht sehr freundlich. So. Ansonsten natürlich super Ergebnis für die deutsche Mannschaft. Kann man mitleben, kann der Nagelsmann. Obwohl, habe ich jetzt auch schon gelesen, das soll er bloß nicht machen. Weil ja das Achtelfinale quasi ist ja schon safe. Und mit einem Unentschieden im nächsten Spiel wären wir sogar Gruppenerster, irgendwie sowas. Dass man ja jetzt denken könnte, er kann jetzt so eine Art B11 im dritten Spiel spielen lassen. Aber da sagen viele... Also einige sagen, ja, kann man machen, aber viele sagen auch, nee, mach das bloß nicht. Lieber die Elf, die erste Elf ist, noch weiter einspielen lassen und genauso weitermachen wie bisher, anstatt jetzt hier schon mit Kapriolen anzufangen. So. Uiuiui. Großes müde, bis gleich. So. Oh, Krankmeldung abgegeben. Muss konzentrieren bei Fahren rückwärts. Ja, Bernd ist gar nicht da. Ich habe erst ein bisschen gewartet hinten bei uns in der Abteilung. Ein bisschen gequatscht. Dann sagt Leute. Ich frage Leute, wo Bernd? Bernd vorne in Bürü. Noch ein bisschen gewartet. Auf Toilette gegangen. Und dann einen von vorne gesehen. Da ist übrigens nur ein einziger gerade vorne von, keine Ahnung, 15, 20 Leuten, ist wieder Kurzarbeit, aber hinten in der Dreherei ist alles am Laufen. Ja, Bernd ist gar nicht da, der ist eben nach Salzgitter gefahren. Ich sag, toll. Ja, vorher sehen können. Ja, dann driven wir jetzt wieder home. Wobei ich nicht übel Lust auf ein schönes Mettbrötchen hätte. Köstliches Mett. Ja, die Luft ist jetzt irgendwie raus, seitdem ich beim Chirurg war, bin ich komplett lost ist übertrieben. Und broke ist es, trifft's auch nicht. Aber wie blitzartig schießt die Müdigkeit in den Brägen. Ja. Mach fahren. Aha. Ja, wie läuft's bei euch so?
Vielleicht, also ich werde es jetzt nicht mehr in diesem Video erzählen, aber in einem der weiteren, dann, wenn das dann wirklich alles safe ist mit der neuen Stelle und so. Warum das da auf einmal nicht mehr so doll ist. Wenn es denn interessiert. Dann kann ich vielleicht in Rücksprache mit Brigitte. Weil es sie auch ja nicht mit betrifft, aber sie ist auch einer der Punkte, warum. Also sie spielt eine passive Rolle in diesem Spiel. Ja. Und wenn sie sagt, mach erzählen, dann kann machen. Sonst nicht. So. Ja, aber ihr könnt ja gerne auch wieder. Oh Gott. Ein paar Kommentare. Was bei euch so los ist, interessiert mich. Bei den zwei, drei Hansens und Pansens, die immer mal wieder kommentarisieren. Ja. Aber eigentlich müsste ich jetzt noch einen Brief abschicken. Warte mal, dann muss ich mal in meinem Portemonnaie hier gucken, ob ich noch ein paar Münzen habe. Ich denke nämlich nicht. Nö. Ja, ich habe den Umschlag im Auto seit, keine Ahnung, seit Montag. Und ich habe halt gar kein Bargeld aktuell. Und ich muss den eigentlich verschicken. Ist jetzt nicht super wichtig, ist jetzt nichts Amtliches, Behördliches, aber... Naja, wie es halt so ist manchmal, ne, fährt man halt ein paar Wochen mit so einem Brief rum. Ja, Thema Fußball-EM. Was haltet ihr davon? EM im eigenen Land. Wie ist die Stimmung bei euch? Oder in eurer Verwandtschaft, Bekanntschaft, in eurer Stadt? Also ich würde hier sagen, wenig bis gar nichts. Ich habe gestern, hatte ich einen Zahnarzttermin auf dem Rückweg, bin ich bei Wolters vorbeigefahren. Und da ist wohl so ein Fanfest gewesen auf dem Wolters-Gelände mit Leinwand und so. Da sind ein Haufen Leute hingelatscht mit Trikots und Fahnen und bla bla bla. Alles cool. Soll ja auch so sein. Aber allgemein, also man sieht jetzt hier keine Autos. Jetzt egal welches, ne, ob da deutsche Fahnen dranhängen oder so irgendwas anderes. Bei uns, da der Parkplatz, da ist nicht ein einziges Auto mit einer Fahne oder irgendein Balkon, wo irgendwas hängt. Also von großer, toller, super Stimmung. Also da kann ich mich an die EM, an die WM 2006 erinnern, war es ein bisschen anders. Deutlich anders. Ja, sagt er auch nochmal was hier, ich schlafe gleich ein, das ist ganz schlimm, ich weiß nicht, wo das herkommt. Was kommt im Radio? Aha. Habt ihr mitbekommen? Justin Timberlake haben sie im Suff angehalten. Er hätte den Stehtest nicht bestanden. Ja, wenn ich voll Suff bin, habe, dann kriege ich auch keinen mehr hoch. Meistens. Abhängig von der Frau. Aber bei ihm war es wohl der Geradeaus-Latsch-Steh-Test. Seine Tour ist in Gefahr.
Weil der erste Tag Gerichtsverhandlung ist an dem Tag, an dem er Tourstart hat, an einem ganz anderen Ort. Aber weil es ja Justin Timberlake ist, wird es da wohl eine Sonderregelung geben. Der feine Herr muss ja schließlich auf Tour gehen. Soll ich nochmal Climatic an? Ist mir ein bisschen zu warm jetzt hier, ehrlich gesagt. Climatic. Und der fährt los, der Karren immer, da quietschen sofort die Reifen, Alter. Das ist auch eine Beschleunigung. Wir fahren jetzt schon wieder 180. Ich meine, die anderen sind ja auch recht sportlich unterwegs, ne, aber der hat schon Power, der kleine 16V-Motor. Übrigens, wenn ihr denkt, ich blinke nicht mehr, dann nein. Aber hier ist es so bei diesem Auto, man hört den Blinker nicht. Also kein Blinkerrelais-Geklicke. Das gibt es hier nicht. Hä? Wie steht ihr eigentlich zu Leuten, die im Arztwartezimmer anfangen zu quatschen? Ja, ich saß da ja beim Chirurgen und da kam da so eine Omi rein, aber noch sehr flott und rüstig, so keine Ahnung. Ende 60, schätze ich mal. Auf Krücken. Und dann hat sie sich da hingesetzt und dann wollte sie die Krücken da so an die Wand stellen. Und dann sind die immer so runtergerutscht und dann, das klappt ja gar nicht und oh, das ist ja voll doof. Und dann hat sie erzählt, ja, sie war auch am Bahnhof und dann ist sie da die Treppe hoch. Und dann hat sie die Krücken oben, als sie dann oben angekommen ist, am Gleis, weil bei uns ist ja so Unterführungen, ne? Das ist ja ein Weltcity-Bahnhof hier in Braunschweig. Hat sie die Dinger an die Treppen gelehnt und dann sind die Krücken die Treppe runtergepurzelt. Und das ist halt eine recht lange Treppe, ne? Da musste, weil da wohl auch keiner war und dann musste sie da so runterhumpeln und dann musste sie ihre Krücken wiederholen. Und dann hat sie gemerkt, oh, es gibt ja an einigen Gleisen auch einen Fahrstuhl, das hat sie ja vorher noch nie gesehen und oh. Alter, die hat da wirklich ganz, waren schon voll viele Leute, die waren da schon am Grinsen. Und dann holt sie ihr Häkelzeug raus, nachdem sie die Kinderbücher angeguckt hat. Die Kinderbücher, erklär mir die Polizei, erklär mir die Feuerwehr. Hat sie sich so ein bisschen hoch angeguckt. Ja, und dann hat sie ihr Häkelzeug rausgeholt. Dann war sie auch ruhig. Ja, ich fahr jetzt, wollte eigentlich zu Globus fahren, hatte Bock auf ein Mettbrötchen. Aber meine ich. Aber ich gehe zu Aldi jetzt rein. Und hol mir vielleicht ein Kilo Mett. Nee, ein Kilo nicht, ein halbes vielleicht. Ja, gestern habe ich mir ein Kilo Gulasch gekauft. Hirschgulasch. Hirschedelgulasch. Bei Netto. 10 Euro das Kilo. Tiefgekühlt. In 500 Gramm Packung, ich habe natürlich gleich zwei genommen. Soll ich denken, dass ich mir nicht zwei Packungen davon leisten kann. Was ist denn hier los, Alter? Fangen die hier an, das Gestrüpp zu schneiden, Alter? Kann die das mal nicht wann anders machen? Ja, wenn Brigitte lieb ist, habe ich gesagt, dann mache ich Gulasch. Ansonsten, wenn sie weiter frech ist, werde ich sie mit einem Rohrstock verprügeln, habe ich ihr gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist aber eine Zwickmühle jetzt. Weil sie nicht weiß, was sie machen soll, weil sie wohl beides gut findet. Sie würde das Gulasch gerne essen, sie hätte aber wohl auch nichts dagegen, wenn ich sie mal ordentlich verprügle. Ja. Dann weiß auch ich jetzt nicht, was ich machen soll. Verprügle ich sie einfach so? Mit dem Knüppel?
Ja, hier schön mit dem Kinderdings noch ran rüberrennen, Alter. Die hat doch eine Macke, Alter. Ich weiß nicht, ob ihr das noch sehen konntet, wegen dem Halter von dem Handy. Die ist dann noch volles Rohr eben an die Straße gerannt und gerade noch so angehalten. Alter, hier 10 Meter weiter unten oder oben ist eine Ampel, Alter. Und dann will die hier mit ihrem Kinderwagen über die Straße rennen und in Autos kommen, mitten über die Straße. Wo keine Ampel ist. Ampel. Das ist doch unverantwortlich. Direkt Greenpeace anrufen und Peter hier Kind wegnehmen, gleich ab in Gulag bei Putin. Dem bösen, bösen. Ist auch geil, ne? Im Osten ist ja die AfD super stark und BSW. Und der Springer titelt dann, weil die sind ja nicht ganz so auf der Linie wie so die... da vorne ist ein Auto mit Deutschlandfahren. Wie sage ich jetzt mal, die Altparteien. Und der Springer tituliert die jetzt als... warte mal kurz, drück überlegen. Weil da hieß es dann... Im Osten wären die Pro-Putin-Parteien am stärksten. Da habe ich erstmal so überlegt, Pro-Putin-Parteien? Ach so, musst du weiterlesen? Ja, AfD und BSW. Ja, der böse Putin, der macht alles dem Erdboden gleich. So. Ja, wir gehen mal zu Aldi. Bei Netto war ich gestern Abend noch mit Brigitte. Wir haben dort Eier geholt. Eier, Mülltüten und... Ja, Brigitte hat sich wieder Süßigkeiten ausgesucht. So eine nachgemachten Kinderkarts. Die schmecken sehr gut, muss ich sagen. Also sind wirklich gut. Kinder-Schoko-Fresh und Kokos-Duplos. Ja, was macht man nicht alles für Brigitte? Wir haben übrigens beide ordentlich zugenommen, seit wir zusammen sind. Ich bin ja immer so zwischen 95 und 100 gewesen, seit ich sie kenne. Bevor ich sie kennengelernt habe. Und jetzt, seit ich sie kenne, ich habe mich jetzt auch die Woche gewogen, 105. Und sie hat, seit wir uns kennen, hat sie gesagt, als auch, sie hat sich jetzt auch gewogen gestern, sie hat 4 Kilo zugenommen. Na und? Sie kann auch gerne nochmal 4 Kilo zunehmen. Das interessiert mich nicht. Sie wird nur noch geiler. Das kleine Gerät. Ja, da kommt ein sportlicher Rentner-Opa mit Küchenpapier. Hat er vielleicht sogar gehört, man weiß es nicht. Ja, ich überlege gerade, weil ich habe ein bisschen Dünnschiss gerade. Ich habe auf der Arbeit eben schon ordentlich einen abgebratzt und ob ich jetzt mich da noch reintraue. Weil eigentlich wollte ich ja zu Globus fahren und dann da auch nochmal auf Klo gehen. Oh, guck mal, noch eine Deutschlandfahne. Aber es ist wirklich sehr, sehr wenig. Ja gut, die Leute wollen hier dran vorbei. Ich gehe rein in Aldi. So. Muss doch erstmal machen, schnelles nach Hause. Für vieles kacken. Will nichts riskieren, weil die haben wieder gute Angebote. Das, was es schon an Silvester gab von Lorenz, ehemals Balsen, diese große Snackbox für 1,99. Die ja sonst irgendwie 3,50 kostet oder 3,99. Ja, und dann, was gab's noch? Mozartkugeln, eine große Packung für 2,99. Nicht von Reber, aber halt auch originale Mozartkugeln.
Kennt ihr noch die originale Reber Mozartkugel Fernsehwerbung? Die ist schon super alt, gibt's schon ganz lange nicht mehr. Ja, wir haben nämlich gestern bei Rewe, da waren wir auch noch kurz, weil wir einen Stift gebraucht haben, einen Edding. So eine kleine Packung Mozartkugeln, also die von Aldi ist locker doppelt so viel drin, hat 5 Euro gekostet und war so eine Spezialsorte, irgendwie Kakao, irgendwas, ne, mit viel Kakao. Und bei Aldi jetzt haben sie 3 Sorten, Klassik mit so einer Erdbeercreme drin und Zitrone. Und die Zitrone hat sogar weiße Schokolade außen. Und das Dumme ist, wenn ich jetzt hier so sitze und entspannt erzähle und ich weiß, das Klosett ist gleich um die Ecke, also muss da nur hingehen kurz, dann geht's. Aber wenn ich jetzt bei Aldi durch die Gänge schleiche, dann fahre auch gleich wieder zurück. Ja, deswegen wollte ich jetzt so eine Packung von den Billig-Mozartkugeln mitnehmen. Und noch ein paar Packungen von diesen Cracker. Paketen, ne? Und was anderes, jetzt die Schwerverdiener, ne? Bis gleich. Alter. Dieser Arsch will mich doch verarschen. Ich habe gerade extra lang auf dem Klosett gesessen. Für den Fall, dass gleich nochmal ein Schuss Brühe nachkommt. Kam nix. So, jetzt sitze ich im Auto. Was passiert? Mann. Ja, wir laufen einfach über die Straße, weil wir fett und hässlich sind. Gucken auch nicht, dass da vielleicht ein Auto kommt. Es ist egal, ob da jetzt ein Dicker ist, ein Dünner, ein Spacko oder irgendwas. Schlimmer manchmal wie die Zyklisten, obwohl die ja am allerschlimmsten sind. Ach, da kommt einer. Ach, das interessiert mich nicht. Ich zieh durch. Wenn ich jetzt aber da wieder am Aldi bin und gleich nochmal los muss und die denken dann auch, Alter, was stimmt nicht mit dir? Ist aber auch kacke mit dem Schiss. So, also. So. Ich habe einen Tipp für euch. Geht nicht einkaufen. Also das ist ja sowieso so ein Standard-Tipp. Nichts geht einkaufen, wenn hat Hunger. Und nichts gehen einkaufen, wenn hat Hunger und Bock auf Mettbrötchen. Ja, ich habe nichts gekauft, was ich eigentlich irgendwie wirklich brauche. Aber es ist lecker. Ach ja, wir haben hier neue Bushaltestellen. Haben sie ja jetzt hingezwirbelt. War aber auch nötig. Nicht. Ja, ich habe jetzt 35 Euro für Schrott ausgegeben. Ich meine, wohl dem, der das noch kann. Ja. 4 Packungen Eis. Doppelfrucht. 2 Packungen und eine Packung nachgemachtes Bounty-Eis und nachgemachtes Snickers-Eis. Was zu essen für heute habe ich auch mitgebracht. Cevapcici's reduziert 30%. Oh, ist aber auch eine Hitze hier. Ja, 4 Packungen von diesem Snackzeug. Ein bisschen Katzenfutter ist auch dabei. Ne? So ist es ja nicht, ne? So, ich take euch mal with me. Oh, ist aber gut warm da drin. Gut, dass es noch aufnimmt. Ich habe noch 3 Dosen Katzenfutter.
die schon seit ein paar Tagen im Auto liegen. Die habe ich hier noch gerade ja, ne, Doppelfrucht Mango-Himbeer, Doppelfrucht Orange-Cassis, eine Fleischwurst, eine Big Pack Duplo, Mozartkugeln, hier geilen Käse. Ach ja, eine Riesenpackung Wassereis, weil Brigitte und ich, wir essen ganz viel Eis, weil wir beide so heiß sind und wir müssen uns immer abkühlen. So. Ja, ich gehe erstmal hoch. Ne? Hier ist übrigens das für Fettgesicht. Ich habe Bier geholt für ihn. Wollte ich ihm geben, aber er will ja nicht. Ich frage ihn immer wann und wo, aber kommt da keine Antwort. Ist ja nichts mehr anzufangen mit dem Typen. Ja. Ekelhaft. So, jetzt geht's hoch. Ja. Vielleicht mache ich morgen oben nochmal an. Ne? Für die Katzen. Oh, eine Postfrau in Leggings. Ah. Na gut, dann müssen wir jetzt mal auch mal meine Post abholen.